Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und ihr seht schon, es ist verdammt neblig. Wir haben gestern so lange gestreamt, bis es neblig wurde, das heißt, bis es morgens wurde. Das habe ich ja noch nie erlebt, diesen Nebel. Alter Schwede. Heute zeige ich euch, was wir gestern im Stream gemacht haben. Und falls ihr es selber sehen wollt, oben rechts irgendwo, ich kann da, kommt da gar nicht hin. Oben rechts auf jeden Fall im Video findet ihr jetzt den Link dazu, zum anderen Kanal, wo die Livestreams immer landen. Da findet ihr auch den Basenbau von Fallout 4. Wir haben ein paar Lichter gesetzt. Wie ihr seht, sie leuchten auch. Es ist Was ist unglaublich, dass sie los? leuchten. Hier sind auch überall Lichter, da haben wir auch überall welche gesetzt. Was wir Keine noch Ahnung, machen wie wollten, es viele aber nicht da geschafft haben, anscheinend. ist auf jeden Fall hier ein bisschen weiter zu bauen. Das werden wir beim nächsten Mal vielleicht in Angriff nehmen. Aber ihr habt gesehen, da oben sind ganz, ganz viele Leute, die endlich mal nach oben gefunden haben. Das liegt daran, dass hier ein mysteriöser Gang ist. Der war vorher nicht da. Wir gehen hier mal kurz zusammen hoch. Und dann sehen wir. Huch, Generatoren! Ja! Unter der Base sind jetzt Generatoren. Hier geht's entlang. Da geht's lang, um die Lichter auf der Terrasse zu erfüllen. Dann habe ich hier nochmal weiter lang gezogen. Die Teile sind übrigens sehr, sehr kostbar. Und hier steht die Verteidigung. Wir haben gestern gemerkt, dass die Verteidigung ziemlich armselig ist, aber wir werden sie noch verbessern. Auf jeden Fall werden wir sie noch verbessern müssen. So. Hier geht es dann später auch noch irgendwo lang. Wahrscheinlich, um die Lichter dahin nach hinten zu bringen. Und ja, das ist der Generatorraum. Bisher drei Generatoren stehen hier. Die produzieren ordentlich Energie. Und das hier soll quasi nur noch der Generatorraum werden. Den hatten wir eigentlich schon soweit fertig mit Dächern und so weiter und so fort. Dann habe ich den Spielstand aber laden müssen, weil wir getestet haben, wie die Raider abgehen. Und die gingen ordentlich ab. Das wollte ich noch machen, hab's aber vergessen. Das mache ich wohl nach der Folge kurz. Und heilige Scheiße, ist das neblig hier. Ja, wir haben gestern auch die Waffen verbessert, die wir hatten. Ihr seht schon, ich habe auch meinen ganzen Scheiß abgeladen. Oh Gott, hab ich dich auch entladen? Bitte, bitte sag mir, dass ich dich Hey, entladen habe. hier drüben. Kleidung. Stimmt, ich hatte noch deine Kleidung dabei, ne? So. Jetzt bist du vollständig. Ja, gut. Schrott ist alles weg, alles gut. Ja, falls ihr Vorschläge habt, was wir im nächsten Stream bauen sollen, dann sagt mir einfach Bescheid. Also wir haben hier auf jeden Fall noch die Möglichkeit, eine Plantage zu bauen. Hier auf jeden Fall noch meine Bude, die irgendwann mal fertig werden müsste. Was wir in die Mitte bauen, da habe ich noch keine Ahnung. Weiß es noch nicht. Da lassen wir uns überraschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch die ganzen Siedler. Die müssen wir noch rübersiedeln, genau. Wir müssen noch alle Siedler herbringen. Stimmt. Und bis zum nächsten Mal muss ich tatsächlich, ihr seht es schon oben rechts an der Größe, muss ich die Mod installieren, damit wir unendlich viel bauen können, weil wir haben unsere Größe bereits erreicht. Und dabei haben wir noch nicht mal alles geschafft. Deswegen haben wir auch gestern aufgehört zu bauen, weil ich nämlich nichts mehr bauen konnte, theoretisch. Und ja, müssen wir erstmal warten, bis ich alles fertig gemacht habe. Hier rings um die Basis kommen natürlich noch diese Dächer. Nicht die Dächer, die Wände hier. Einfach nur aus ästhetischen Gründen, damit es alles gut aussieht. Wir gehen noch kurz nach draußen und gucken, wie es von draußen aussieht. Weil das ist etwas überraschender. Also ihr seht schon, es wird langsam. Es wird langsam. Meine eigene Bude, mein eigenes Schloss, mein eigenes Domizil. Es baut sich langsam auf. So. Ihr seht schon, hier haben wir die ganzen Wände. Das sollte am besten einmal rum geschehen. Sodass wir wirklich einmal rum komplett Wände haben. Schaffen wir das auf dieser Seite? Auf dieser Seite schaffen wir es auch. Und dann sieht das ja auch nicht mehr so scheiße aus, dass es rüberragt. Dann wird das nämlich angepasst. Wir müssen halt nur hier nochmal einen Boden hinzufügen, damit das alles passt. Dann sieht das auch von oben nicht mehr so scheiße aus. Ja, das haben wir gestern im Stream gemacht. Wie gesagt, falls ihr es sehen wollt, vorhin habe ich euch den Link oben rechts hingeklickt. Einfach mit dem Mausrad draufklicken und dann öffnet sich im Normalfall ein neues Fenster. Oder ihr klickt einfach einmal kurz drauf und dann habt ihr es zumindest schon mal offen und kehrt hierher zurück. So viel dazu. Wir machen derzeit die Metzgerrechnung. Finde Agent Amsel. Den Amsel. Haben wir uns eigentlich, die Amselmeldung angehört? Weiß ich gar nicht mehr. Blackbird gesichtet. Schwer verwundet. Zu viele Gegner für den Läufer. Bitte Unterstützung vom Hauptquartier. Okay, haben wir. Das war nur so kurz, dass ich es wieder vergessen habe. Na gut. Auf zum ADDTSL-Gebäude. Ach du Scheiße. So. Stimmt. Die Waffen habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Das müssen wir gleich nochmal machen.
Ich habe nämlich die, was war das? Das Gauss-Gewehr modifiziert. Ich muss sagen, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass das Gauss-Gewehr sich so arg verändert hat. Gerade auch in Fallout Shelter sieht es aus wie früher. Wieso ist das alles so bunt geworden plötzlich? Und wir haben natürlich jetzt einen Schalldämpfer an unserer Waffe dran. Das macht sie natürlich noch um einiges mächtiger. Wenn wir uns mal das Ganze jetzt angucken. Hier wird irgendwo gleich noch jemand rumstreunern. So, Inventar, Waffen. Der Wächter des Aufsehers macht jetzt 147 fucking Damage. Vorher war er, glaube ich, bei 99, oder? Nee, war er gar nicht. Aber jetzt hat er einen Schalldämpfer und macht umso mehr Schaden. Der Perversitierer. Unsere neueste Waffe mit 345 Schaden, Freunde. Ja, 345. Und jetzt stellt ihr euch das mal als Stealth-Waffe vor. Ich habe da nämlich einen Schalldämpfer angebaut. Wir gucken uns mal den Perversitierer an. So, ich habe da einen Schalldämpfer rangebaut. Hier ist ein fettes Visier dran. Und damit können wir ordentlich alles wegzimmern. Alter Schwede, können wir damit was wegzimmern. Ich weiß aber nicht, ob das eine schwere Waffe ist. Höchstwahrscheinlich schon. Der Krüppeltyp ist unsere neue Waffe. Das ist eigentlich nur unsere Plasma-Pistole, die wir gefunden haben. Hey, cool, das sind Lichter, die aufgeladen werden. Cool. Und der verkrüppelt quasi Beine für uns. Und ist verdammt laut. Das heißt, nur im Notfall einsetzen. Was? Was heißt du mich an? So. Rache, ja? Ja, ich höre. Wolltest du noch was sagen? Ich glaube nicht. So. Jetzt können wir endlich in dieses Gebäude rein, wo wir jedes Mal hin teleportieren müssen. Aber jedes Mal kommen wir hierher. Jetzt gehen wir hier mal wieder rein. Wir waren da schon mal drin, ich weiß. Deswegen wird es wahrscheinlich recht unspektakulär. Aber früher oder später landen wir in den äußeren Bereichen von Boston, wo wir dann wieder ein bisschen mehr erleben können. Da freue ich mich drauf. Aber widmen wir uns jetzt erstmal den Quests. Was war das hier für eine Quest? Oder für ein Gebäude? Licht kann ich ja nicht ausmachen, ne? Na gut, dann nicht. Schleichen wir uns hier mal durch. War das nicht mit Operation Winter irgendwas? Das ist nicht gut. Hast du die Tür gehört? Madame? Ist mir scheißegal, ich gehe hier runter. Ach, Psycho Raider. Wie tut er mir ein bisschen leid? Bei sowas fragt man sich doch, wie ist er gestorben? Naja. Da müssen wir rein, ja? Wieso seid ihr alle tot? Was ist mit euch passiert? Wie kommen wir da rein? Achso, die waren nicht imstande, ein Einsteigerschloss zu öffnen. Was ich durchaus verstehen kann, weil das meistens die schwersten sind. Oh, Patronen. Simpact. Buff out. Yeah. Die Amsel. Nachricht von Amsel. Nachricht von Amsel. Was haben wir da? Diverses. Ach, jetzt müssen wir zu N. Ich muss die ganzen Scheiß mal wieder abladen, ne? Nachricht von Amsel. Augusta überrollt. Zwei Runner. Unbekannte Anzahl alter Modelle. Ich bin der einzige Überlebende. Sie kamen direkt zu uns. Kannten unsere Position. Was mit dem Paket ist, weiß ich nicht. Lass sie dafür bezahlen, wenn ich nicht mehr rauskomme. Bibi. Oh, Bibi. Bibi war also auch hier. Ein Ventilator. Na gut, er funktioniert nicht mehr, aber ist mir egal. Schrauben für uns. So. Müssen wir nur rauskommen. Ach, unser Bot. Ist hier noch damals. Der Polizeibot. Das waren noch Zeiten. So, jetzt muss ich nur rauskommen. Ob die immer noch von damals hier rumliegen? Nee, glaube ich nicht. Die haben ja alle Munition und alles. Oh, easy. So, das haben wir doch souverän und schnell gelöst. Da sehe ich gerade, dass hier zwei Sounddateien offen sind. Ich hoffe, es gab keinen Hall. Und dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Ich will endlich in die anderen äußeren Gebiete. Wir müssen auch mal die Bruderschaft wieder weitermachen. Ich weiß noch damals, wie wir Bruderschaft gemacht haben und einfach
nicht mehr weiter konnten, weil wir zu schwach waren. Und jetzt guckt uns an. Wir haben die übelsten Waffen. Wir haben eine Waffe, die im Schleichmodus knapp 1000 Damage macht. Freunde, 1000. Das heißt 375 mal 3, Baby. Alter. Oh, das muss zecken. Alter. Aber genauso wie, wie nennt sich das Ganze nochmal? Ich kenne den Namen nicht mal. Wie die Giftspritze werden wir den wahrscheinlich sehr selten einsetzen. Die Giftspritze nutzen wir eigentlich so gut wie nie. Aber wir haben auch nur 2 Munition dafür, also. Ist nicht überraschend. Wir waren nie so weit weg von hier, merke ich gerade. Wir waren immer in der Nähe und sind nie hierher gekommen. Naja, ist ein bisschen traurig. Okay, zum Railroad Hauptquartier, da waren wir ja die letzten Tage noch nicht oft genug. Gehen wir da mal hin. Ich würde auch gerne aus dieser Laserwaffe von dem Minuteman irgendwas machen können. Aber dafür brauchen wir halt eine legendäre davon. Oder stellt euch mal vor, ein legendäres Gauss-Gewehr. Alter. Das ist doch unser neuester Agent. Ja, und der neueste Agent beklaut dich erstmal. Amsel, der Überlebende von Augusta ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Synths. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Werde ich machen. Metzgerrechnung 2. Ich finde es gut, dass ich alles klauen kann. Gratis. Aha, ich habe gerade irgendwas geschenkt bekommen. So haben wir übrigens höchstwahrscheinlich auch das Gauss-Gewehr bekommen, durch eine Mission, die uns einfach ins Inventar gesteckt wurde. Weil ich habe keine Ahnung, wo das Gauss-Gewehr herkommt, bin ich ganz ehrlich. Hast du die Mission noch nie einmal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Nur einmal. Cool. Bingo. Du verursachst 5% mehr Schaden mit dem Kryolator, den ich nie benutze. Naja, was so. Haben oder nicht haben, Freunde, das hier ist die Frage. So, Unterschlupf von Randolph 1. Oh, Mila auf werden wir irgendwann machen, aber jetzt nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Mila. Ganz ehrlich, der schickt uns doch jedes Mal zu einer anderen Position, die wir schon kennen. Ich habe jetzt genug Folgen dafür verschwendet, Mila aufzubauen. Das gefällt mir doch schon eher. In einem Bereich, wo wir gerade eben schon waren. Ach. Warum muss ich jedes Mal dahin schnell reisen? Oh. Mir geht der Ort auf den Sack. Ganz ehrlich, der geht mir mittlerweile auf den Sack. Na gut. Egal. Es ist halt irgendwo die Kreuzung zu allen Quests, die wir kennen. Jedes Mal reisen wir zu diesem Ort und jedes Mal kommen diese 2 Raider auf mich zu. Ich hoffe, die sind jetzt nicht da. Ich meine, wir waren erst vor kurzem da, die können doch nicht respawned worden sein. Das ist unmöglich. Es ist nicht nur technisch unmöglich, sondern auch realistisch unmöglich. Gut, es ist ein Spiel. Aber egal. Ich sehe Leichen, gut, sehr schön. So, der tote Briefkasten. So, erledige alle Feinde. Was für Feinde? Scheiße, jetzt weiß ich nicht, was habe ich da gerade bekommen? Was ist das hier? Niki, du alter Nietzsche. Nee. Hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Augusta ist immer noch ohne Meldung. Was habe ich denn gerade? Scheiße, ich habe mich drauf geachtet. Ja, was soll's. Erledigen wir die Feinde. Da stand sowieso nur wahrscheinlich, ich brauche Hilfe. Töte alle Feinde. Wir haben die bestimmt nicht gesagt. Kann ich mir gut vorstellen. Ach, da ist meine Maus. Habe ich gerade Fallout 4 funktioniert nicht mehr. So, Freunde, wir sind in Jamaica Plain angelangt. Mein OBS ist abgeschmiert. Und mein Fallout ist abgeschmiert. Also beides zusammen. Da dachte ich nur, ha, perfekt, starte ich die Aufnahme einfach nochmal. Und ein Glück ist das, was ich gerade gemacht habe, auch nicht verschwunden. Aber dafür habe ich gerade kurz reingeguckt und weiß natürlich,
was wir im toten Briefkasten gefunden haben. Und zwar ist es, wenn ich es gleich finde, ich muss den ganzen Scheiß hier ablegen, ganz ehrlich. Wir haben noch die Medizinwackelpuppe am Start. Ist irgendwas mit Untersuchung? Da, Unterschlupf Randolph Aktualisierung. Mr. Timms hier. Unterschlupf Randolph wurde nicht angegriffen. Sorry, ich muss nur kurz den zweiten Sound ausmachen. Ich wiederhole, direkte Kontaktaufnahme vermeiden. Wir haben hier drei Pakete, sehr verängstigte Pakete. Benötigen Unterstützung. Unser Läufer meldet, dass sich Gen-1-Synths in der Nähe befinden. Gehen davon aus, dass wir überwacht werden. Bitte Gebiet von schwerem Kaliber säubern lassen. Koordinaten anbei. Danach unseren Status bitte an Big D melden. Timms Ende. Alter, nein. Ich schwör's euch, ich werde die zu meinen Feinden machen. Die gehen mir sowas von auf den Geist. Wie die den Scheiß patrouillieren. Das ist unglaublich. Kennen die Gegner hier? Wer bist du denn? Carl Everett? Von Ghoulen getötet. Von ein paar Ghoulen. Die er noch umgebracht hat. Also Respekt an dich, dass du das hingekriegt hast. Ich kenne einige Leute, die verrecken an Ghoulen. Ich. So. Merkwürdiges Museum. Na gut. Ah, Jamaica Plain. Ach, Jamaica Plain. Du gehörst wahrscheinlich zu den Jungs. Ich verstehe. So, könnt ihr bitte aufhören, mich zu verfolgen? Wo seid ihr? Könnt ihr einen Schleichangriff auf das Flugzeug machen? Einfach nur so. Just for fun. Um sie zu töten. Guckt sich an die Schweine. Take these. Ich glaube, die Reichweite reicht nicht. So. Blutfrequenz gefunden. Mhm. University Point. Bin ich hier? Sünd. Oh. Sünd sind hier. Ein Soldat. Liegt er auf dem... entdeckt. Seltsam. So liegt er da auf dem Boden, schläft der Typ? Sensum, da sind sie. Vor allem er sagt, da sind sie und unten steht, da bist du. Jetzt entscheidet euch doch mal. Wollt ihr mich siezen oder duzen? Alter, das ist nicht... Das ist... Ihr Schweine! Jetzt landen die. Ich schwör's, ich schieß die ab. Ich schieß die einfach ab, wenn sie... Wie fliegt die eigentlich? Ist ja kein Wunder, dass sie abstürzt. Wer fliegt denn so scheiße? Schatten gesehen. Wer oder was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie da draußen sind. Oh, ich sehe da was. Danke, Hundi. Einfach danke. Du bist scheiße. Bitte stehen Sie still. Nö. Und die dämlichen Typen da hinten, weißt du, die stürzen einfach ab. Was zum Teufel ist das? Das Opfer von Gewalt. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Und terminiere mit äußerster Entschiedenheit. Er kann doch schlagen! Wie ihm einfach mal die Arme gefehlt haben. Auch nicht schlecht. Übrigens, ich bin halb tot. Ja, gut. So, ich möchte mich heilen, bitte. Ach ja, wir haben ja alles abgelegt, ne? An Hilfsmitteln. Wollte eigentlich was vorbereiten, hab's aber nicht getan. Ihre Zerstörung ist unvermeidbar. Alter. Troller.
Warte mal, ich möchte gerne den Krüppeltyp einsetzen. Immer schön aufs Beinchen. Bam! 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 Ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Jetzt liegt er da auf dem Boden. Ach, das ist der Brandschaden. Wie cool ist der denn? Oh. Okay, ich muss erstmal wieder ein bisschen was zu essen zusammensuchen, weil ich alles abgeladen habe. Ups, da wollte ich gar nicht rein. Ach. Ich bin so asozial, Freunde. Ich bin einfach asozial. Meine Kampfstrategien sind echt ein bisschen crazy. Aber sie funktionieren. Ich kann die Beinchen von denen locker kaputt machen. Habt ihr ja gesehen. Vor allem, ich brauche nicht mehr so viele Watzpunkte dafür. Das ist ganz cool. Och, Station. Ja, hätte ich jetzt was zu essen dabei. Eichhörnchen am Stiel wäre das kein Problem. Plastikschale, verdammt. Es waren keine Nudeln. Ich dachte, das wären Nudeln gewesen. Kühlschrank ist auch leer. Na, immerhin haben wir schon mal ein bisschen was zu essen gefunden. Ja gut, gibt es hier irgendwo einen Sniperpunkt für mich? Im praktischen. Na super, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ob ich das da hoch schaffe? Sterben werde ich auf jeden Fall nicht. Sauber. Huch. Oh Gott, der 4,1-fache Schaden, Freunde. Das heißt, mit unserer fetten Wumme machen wir knapp 1300 irgendwas Damage. Vielleicht sogar 1400. Das ist awesome. Ich würde keinen anderen Weg wählen. Aber ich glaube, das habe ich mir verspielt. Ach, da sind die lieben Jungs abgestürzt. Na, ihr Deppen. Das ist dein Fuß? Ich glaube, das ist dein Fuß, oder? Ja. Ah, nehme ich die mit. Selber schuld. Wenn ich fliegen kann, dann muss ich sterben, ganz ehrlich. Alles Idioten. Aber wo sind denn bitte sehr die Bruderschaftssoldaten hier? Die Powerrüstung. Hast du die Powerrüstung gefunden, mein Kleiner? Ja, Treasure. Ja, super, ey. Soll ich den jemals finden? Ganz ehrlich, scheiß da unten drauf. Also, der Dogweed. Ach, da bist du! Ganz ehrlich. Nö, komm, ich geh jetzt hier rein. Der Hund ist mir zu blöd. Vielleicht sollte ich mal den Partner tauschen zwischendurch, aber... Oh, Gefahr, Gegner. Aber... Alles andere funktioniert halt nicht. Ich muss den Hund nehmen. Weil da meine Stärke rauskommt. Notfrequenz gefunden. Wollen wir die jetzt noch verfolgen? Nee. Doch kein Notfrequenz. Hier ist doch die Notfrequenz, oder? Gut, dann halt nicht. So, du warst eine Bank, soweit ich weiß. Was zum Teufel ist mit deinem Bildschirm nicht in Ordnung? Wieso ist er durchsichtig und ich kann die Wand sehen? Egal. So, gehen wir es hier mal kurz durch, ne? Ist ja alles kein Problem mehr für mich, ich bin Profi. Muss ein bisschen auf die Zeit achten.
So. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Huch, oder auch nicht. Gut, wir haben sowieso nur noch ein paar Wörter. Zack, falsch. Es ist wie immer der letzte, komm. Ja, war ja klar. Bin drin. Nee, der vorletzte war's. Oh, Tür aufschließen. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur eine Lootbank oder so. Hm? Geht denn hier? Wollte ich eigentlich gar nicht rein. Wieso warst du verschlossen? Ja gut, Leute, da ich heute schneiden muss und die Folge rechtzeitig rauskommen soll, werden wir morgen erfahren, was hinter dieser Tür steckt. Und es wird definitiv keine Powerrüstung sein, nehme ich an. Haut rein, euer Zero. Tschüss.